Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, da bin ich wieder, pünktlich zum Jahresende. Ich dachte mir, ich drehe heute für euch nochmal ein letztes Video fürs Jahr 2018. Und zwar, wer kann es erraten? Steht ja nicht schon im Titel. Ich habe für euch einen Silvester-Look geschminkt. Make-up, Haare und, naja, zwei Outfits kann man nicht sagen, aber sagen wir es mal so, ein Outfit mit zwei Ideen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar in der Kommentarbox. Gerne auch mit eurem liebsten Moment zusammen, vielleicht mit mir. Wer weiß. Dann postet es sehr gerne oder generell euer Highlight von 2018. Ich würde mich mega freuen. Diesen Look hier könnt ihr natürlich auch an verschiedenen anderen Tagen tragen, wenn ihr zum Beispiel auf einem coolen Event seid oder wenn ihr auf einem Festival seid oder irgendeiner anderen Party. Ihr müsst ja auch nicht beides im Kombi tragen oder generell das komplette Ding hier in Kombi, sondern ihr könnt ja auch euch einfach nur fürs Make-up oder für die Haare entscheiden. Wenn ihr den Look nachmachen solltet, könnt ihr mir natürlich auch super, super gerne einfach ein Bild schicken und ich würde mich mega freuen, einfach unter dem Hashtag Team Maren oder Team Wolf. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir starten als erstes damit, dass wir unsere Haare zurückmachen. Heute mal als kleines Kätzchen verkleidet. Und dann geht's direkt los mit dem Make-up. Ich habe gestern als erstes mit der Foundation gestartet. Und das ist nicht gut ausgegangen. Dadurch, dass wirklich alles Mögliche hier runtergebröselt ist, dachte ich mir, starte ich dieses Mal als erstes mit dem Augen-Make-up und kann anschließend, falls zu viel Produkt auf meinen Wangen landet, einfach das Ganze noch mit ganz normalen Feuchtigkeitstüchern noch wegwischen. Und wir starten als erstes mit einem Cremestift, also einer Base auf dem Augenlid. Und zwar nehme ich hier von NYX meinen Jumbo Eye Pencil in der Farbe Cotton Cheese. Und den trage ich mir auf meinem beweglichen Augenlid einfach auf. Und dann verblende ich das Ganze natürlich auch nochmal gut. Und sollte hier der ein oder andere Glitzerpunkt sein, tut es mir mega leid, aber ich habe nicht alles ohne Probleme entfernt bekommen. Mit dieser Palette, die ich gestern benutzt habe, die kann ich echt gar nicht empfehlen. aber egal, wir verblenden das Ganze jetzt hier schön auf dem Augenlid und gerne auch bis hoch zur Augenbraue. Als erstes nehme ich jetzt für meine Augen als Lidschatten einen Rouge-Ton. Oder beziehungsweise ein Rouge. Und zwar aus dieser Palette hier, das ist von Urban Decay eine. Und die finde ich ganz cool, weil man hat hier einmal so eine Rouge-Palette mit einem Highlighter und einmal eine Lidschattenpalette drin. Und das finde ich echt mega cool. Aber wir nehmen hier diesen Rouge und zwar Double Take heißt der. Mega, mega schöne Farbe, finde ich. Und die trage ich später auch auf meinen Wangen auf und das ist meine absolute Lieblingsfarbe derzeit. So, und zwar nehmen wir dafür einen Pinsel, der ist noch von gestern etwas, ja, eingefärbt. So, den mache ich hier mal kurz auf meinem Handrücken ein bisschen sauber. Und ja, jetzt gehen wir als erstes in dieses Double Take rein. Und das Coole hierbei ist auch noch, man hat hier so einen Spiegel und das ist natürlich perfekt. So, die Farbe trage ich jetzt einfach in meine Lidfalte auf und verblende die ganze Farbe auch sehr gut. Es ist auch nicht so wild, wenn das Ganze auch ein bisschen auf das bewegliche Augenlid kommt. Wir tragen es einfach schön auf und das Wichtige hierbei ist einfach gut verblenden. Als nächstes trage ich mit demselben Lidschattenpinsel einen Ton auf, der hier ins Bräunliche geht und zwar Naked. Und damit verblende ich auch nochmal das Ganze ein bisschen, mache ein paar weichere Übergänge, damit das Ganze auch wirklich schön soft aussieht. Das gebe ich, wie gesagt, auch in meine Lidfalte, aber verblende es ein bisschen noch nach oben zur Augenbraue. Jetzt kommen wir zu dem etwas anstrengenden Teil, würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt einen ganz normalen Lidschattenpinsel und ich habe mich jetzt für einen Glitzer entschieden. Und zwar ist das ein Pigment von MAC, was ich sehr, sehr schön finde an dieser Stelle. Ich werde das Ganze jetzt erstmal auftragen auf meinem beweglichen Augenlid und anschließend trage ich noch ein bisschen von diesem Glitzer hier auf. Das habe ich jetzt einfach bei DM gekauft. Das ist ein Glitzer, was man für alles eigentlich, finde ich persönlich, verwenden kann. Ich habe es jetzt einfach mal für meine Haare und auch für das Augen-Make-up gekauft und das hat gestern auch gut funktioniert, allerdings mit der Creme-Base dann nicht, die ich da verwendet habe. Ich trage jetzt diesen Ton hier auf, gehe da einfach rein. Ich habe den Pinsel vorher ein bisschen angefeuchtet schon. Und ihr müsst wirklich vorsichtig sein mit diesem Pigment. Ich
tupfe das auch nochmal so ganz minimal an meinem Handrücken einfach ab. Und dann trage ich das Ganze jetzt auf meinem beweglichen Augenlid auf. So, wenn dann alles auf dem Augenlid sitzt, trage ich jetzt mit so einem Pencil Brush einfach aus meiner Urban Decay Palette diesen dunklen lila Ton hier auf. Das ist die Farbe Shade. Ja, genau, das ist die Farbe Shade. Und das trage ich mir jetzt einfach in meine Lidfalte auf. Und zwar auch ein bisschen präziser. Das verblende ich zwar auch letztendlich, aber ich will schon so ein bisschen Dimension in mein Auge bringen. Und genau, dafür benutze ich diesen Pinsel und diese Farbe. Ich habe jetzt etwas Glitzer auf meinem Handrücken und das ist jetzt dieses Glitzer hier, was ich euch eben schon mal gezeigt habe. Das verwenden wir auch gleich für die Haare. Das trage ich mit einem Lidschattenpinsel auf. Das ist dieser hier, den habe ich ja auch eben schon fürs Pigment verwendet. Und den tupfe ich einfach jetzt so ein bisschen auf meinem Handrücken und nehme das Glitzer auf und trage das jetzt auf meinem beweglichen Augenlid auf. Und versuche auch, dass es nur auf dem beweglichen Augenlid bleibt. Ich habe den Pinsel übrigens vorher auch ein bisschen angefeuchtet. Das hilft immer ganz gut, damit das Glitzer auch nicht komplett irgendwo hinfällt, wo es halt nicht landen soll. Und es bleibt dann auch besser auf dem Augenlid kleben. Da könnt ihr einfach ein Fixing Spray nehmen. So, jetzt ist genau das passiert, was gestern nämlich auch passiert ist. Und zwar, das Glitzer hat sich jetzt hier unter meinem Auge abgesetzt. Es bröselt natürlich immer ein bisschen runter. Und jetzt habe ich allerdings die Möglichkeit, ohne mein ganzes Make-up wegzumachen, mir einfach so ein Tuch zu nehmen, ein Make-up-Tuch. Und ich gehe jetzt ganz normal hier unten entlang und kann das ganze Glitzer ohne Probleme wegnehmen. Was ich noch gemacht habe, das müsst ihr natürlich jetzt nicht machen. Ich habe es gemacht einfach, weil ich Wimpern-Extensions drauf habe. Ich habe jetzt meine Wimpernbürste genommen und habe, bevor ich das Ganze jetzt hier weggewischt habe, nochmal meine Wimpern durchgekämmt, weil da hat sich natürlich auch ein bisschen Glitzer gesammelt. Und wenn ihr danach alles wegmacht, euer Make-up macht und dann erst kämmt, könnte es sein, dass ihr wieder glitzert. Deswegen denkt auf jeden Fall an alles. Jetzt können wir auch endlich mit dem Gesicht anfangen. Und zwar trage ich jetzt erstmal eine Base auf. Das ist ein Primer von Dior. Der sieht schon etwas mitgenommen aus. Aber er ist nach wie vor sehr, sehr gut, wie ich finde. Den trage ich jetzt einfach nur auf meinen Fingern auf. Und dann verreibe ich das Ganze ein bisschen mit meinen Händen. Achtet übrigens auch darauf, dass ihr keinen Glitzer mehr in den Händen habt. Und dann trage ich das Ganze auf meinem Gesicht auf, allerdings eher in der Mitte. Und verblende das gut und arbeite das natürlich auch gut in meine Haut ein. Dann geht es auch schon weiter und zwar mit der Foundation. Hier trage ich jetzt von Make Up For Ever meine Ultra HD Foundation auf. Und tupfe die jetzt erstmal hier auf mein Gesicht. Und verblende das Ganze anschließend dann natürlich mit einem Beauty Blender, den ich vorher angefeuchtet habe. Und danach gebe ich noch meinen Concealer drauf. Wichtig beim Verblenden ist, ihr solltet tupfen und nicht so wischen. Jetzt trage ich von Make Up For Ever meinen Concealer bzw. mein Camouflage auf. Full Cover Camouflage. Das trage ich als erstes mit meinen Fingern auf. Und zwar unter meinem Auge und ein bisschen in der Mitte von meiner Stirn und auch auf meinem Kinn. So, und dann wird das Ganze wieder mit dem Beauty Blender verblendet. Wenn das Ganze dann verblendet ist, sieht es so aus. Jetzt trage ich meinen Hoola Bronzer auf und zwar mit einem ganz fluffigen Gesichtspinsel. Und konturiere somit mein Gesicht nicht zu viel, nicht zu wenig. Und gehe einfach an meinen Wangenknochen entlang. Oben auch ein bisschen an der Schläfe und an der Stirn. Als nächstes nehme ich jetzt hier diesen Blush Double Take, den wir auch eben beim Augen-Make-up verwendet haben. Der ist sehr, sehr schön pigmentiert, deswegen schön abklopfen, damit ihr nicht mega die roten Bäckchen bekommt. Jetzt geht's weiter nochmal mit dem Augen-Make-up und zwar highlighten wir jetzt. Ich nehme jetzt Virgin, das ist die Farbe hier aus der Naked-Palette. Und diese Farbe trage ich jetzt auf und zwar in meinem Innenwinkel. Das heißt genau hier, da highlighten wir jetzt schön. Das öffnet das Auge, verblenden das Ganze auch ein bisschen nach oben. Zusätzlich trage ich jetzt noch ein bisschen von dem Rouge-Ton, also Double Take, trage ich mir noch ein ganz kleines bisschen unten am unteren Wimpernkranz auf und verblende das hier mit diesem Pencil Brush. Und was ich noch mache ist,
Ich gehe etwas mit dem Highlighter-Ton, den ich jetzt gerade hier genommen habe für den Innenwinkel, gehe ich noch ein bisschen unter mein Auge und verblende das Ganze jetzt nochmal mit dem Lidschatten, den ich jetzt gerade unten am unteren Wimpernkranz aufgetragen habe. Und guck, dass das eine schöne Linie gibt und eine schöne Verblendung. Ich setze auch unter der Augenbrauen Highlight, das heißt genau hier an meinem Bogen von der Augenbraue. Das öffnet nochmal das Auge ein bisschen. An dieser Stelle würden jetzt eigentlich eure Wimpern dran sein. Bei mir ist es halt so, ich habe jetzt schon Wimpern-Extensions drauf. Das heißt, ich tusche jetzt nur meine unteren Wimpern. Hier könnt ihr jetzt entweder sagen, okay, ich möchte einfach nur meine Wimpern tuschen oder ich möchte Wimpern auftragen, künstliche. Da kann ich euch die von Adele auf jeden Fall empfehlen. Und ich trage jetzt hier meine Mascara, auch von Clinique ist die, glaube ich. Die trage ich jetzt einfach auf meinen unteren Wimpern auf. Jetzt ziehe ich noch einen Eyeliner-Strich und zwar einen richtig schönen Cat Eye. Und dafür verwende ich jetzt hier diesen Eyeliner von Adele. Und damit ziehe ich mir einfach am oberen Wimpernkranz einen Strich und lasse den nach außen hin auslaufen. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was ein Eyeliner-Strich ist. Und genau, das könnt ihr nach Belieben machen. Wenn ihr das nicht mögt, lasst es. Wenn ihr es mögt, dann macht es. Das Augen-Make-up ist soweit fertig. Jetzt tragen wir natürlich noch was auf die Augenbrauen und auf die Lippen auf. Ich habe jetzt hier einfach einen Pinsel und nehme jetzt hier mein Augenbrauenpuder von Benefit und trage jetzt einfach nur die Farbe auf. Und zwar in strichelnden Bewegungen, damit das Ganze auch schön natürlich aussieht und nicht balkenhaft nach meiner Form oder beziehungsweise was heißt ein bisschen, ich gehe komplett nach meiner Form und fülle die Augenbrauen einfach aus. Dann nehme ich von Benefit noch mein Gimme Brow. Und damit fixiere ich einfach jetzt noch meine Augenbrauen und gucke, dass ich sie so ein bisschen in Form bringe. Und jetzt kommt mein Lieblingspart und zwar meine Lippen. Und für die verwende ich einfach meinen Manhattan Lip Liner in der Farbe 59 Y. Favorite Lip Liner auf der ganzen Welt und kann ich nur sehr empfehlen. Und danach trage ich dann noch einen Lippenstift auf und dann ist der Look eigentlich auch schon fast fertig. Ist fertig und jetzt geht es weiter natürlich mit den Haaren. Die Frisur ist eigentlich recht einfach, aber ich finde, die ist auch mega, mega cool. Ihr müsst das Make-up und auch nicht die Frisur unbedingt für Silvester jetzt nutzen, sondern ihr könnt das Ganze natürlich auch für ein Festival benutzen oder ihr könnt das Ganze auch für eine andere Party nehmen. Und ich habe mir überlegt gehabt, dass ich jetzt einfach zwei coole Zöpfe mache und zwar hier oben, also zwei Dutz. Und dann das Ganze noch cool pimpe. Und zwar hier oben auf meinen Scheitel trage ich noch Glitzer auf. Das könnt ihr natürlich auch optional machen. Und ich denke, die Frisur ist recht selbsterklärend. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal eine coole Musik laufen und zeige euch das Ganze mal, wie ich das mache. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Paradise, ooh, ooh, ooh.
So ihr Lieben, das war jetzt mein Silvesterlook für euch. Mein letztes Video in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mega Spaß gemacht, das Ganze zu drehen. Ja, an der Stelle würde ich mich gerne auch nochmal bei euch bedanken für euren unglaublich tollen Support und eure Unterstützung. Und ja, ich meine, wir sind jetzt hier fast 10 Jahre, also einige auf jeden Fall sind schon 10 Jahre fast mit dabei. Manche vielleicht auch kürzer, aber es hat mir auf jeden Fall dieses Jahr wieder mega Spaß gemacht mit euch und ich freue mich auf ein tolles Jahr 2019. Hinterlasst mir auch gerne in den Kommentaren einfach mal eure Videovorschläge und dann würde ich sagen, rocken wir 2019 und wir sehen uns bis dahin. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis dann. Tschüss!